Bewegungsfreudig waren Frauke Petri und ihr Mann Markus Pretzell in den letzten Tagen auf jeden Fall. Beim gemeinsamen Erklimmen neuer Parteigipfel will sich das rebellische Duo nun an der En Marche-Bewegung von Frankreichs Präsident Macron orientieren. Die habe gezeigt, wie man innerhalb kurzer Zeit etwas Neues und Frisches in die Politik bringe. Vorbild sei außerdem die bayerische CSU. Dem Kölner Stadtanzeiger sagte Markus Pretzell, man braucht die CSU bundesweit. Ein Modell auf Bundesebene erscheint mir sehr interessant. Das dürfe aber nicht die Schwerfälligkeit des bayerischen Tankers haben. Und wie ich das mache, da werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich mit vielen Leuten noch besprechen. Die politische Noch-Familie sieht bereits das Ende der neuen Partei, bevor Petri die überhaupt mit ihrem Mann gegründet hat. Weil sie auch die Zugkraft beispielsweise eines Professor Lucke's niemals aufbauen kann. Also dementsprechend wird auch diese Partei, sollte sie jetzt eben eine gründen, zum Scheitern verurteilt sein. Dabei soll es inhaltlich auf AfD-Linie bleiben. Mit den Themen Migration, Integration, Umgang mit dem Islam und innere Sicherheit. Einen Namen hat die neue Partei nach eigenen Angaben noch nicht. Auch wenn Frauke Petri sich vor Monaten bereits die Internetdomain dieblauen.de sichern ließ. Aber das traut sich das zukünftige Ex-AfD-Paar dann wohl doch nicht.